Aua. Wozu jetzt die Farbe brauchte, weiß ich auch noch nicht genau. Ah, verdammt. Da noch einer. Was zum... Wie lange dauert das denn noch? So. Und rüber hier. Hat's vollgebracht. Ich glaube, das gilt aber Mist hier. Mit dem Anpieksen und Wegziehen. Oh, ich glaube, ich sterbe gerade. Das lief zwar nicht so glatt wie erhofft, doch der Weg zum Ziel spielt keine Rolle, solange das Ende Früchte. Saure Früchte. Nicht so süß, wie du versprochen hast. Na komm, wir haben es ja geschafft jetzt zum Schluss, oder nicht? Obwohl sie im Schild waren, sind sie trotzdem gestorben. Ist, glaube ich, in Ordnung. Oh, na, willst du wohin gehen? Ist die Farbe im Weg? Hahaha. Hier, immer nicht so, ne? Sieht ja lächerlich aus sonst. Er hält! Der Schild hat Wunder gewirkt. Im Nachhinein. Mehr schlecht als recht. Beeindruckend, aber unbeständig. Sei unbesorgt. Das Problem ist behoben. Ich habe die richtige Lösung zusammengemischt. Mit genügend Materialien und dem richtigen Anreiz gelobe ich, einen so hohen Turm zu bauen, dass er ganz Asgard beschützt. Das Material finden wir, kein Problem. Doch welchen Anreiz hast du im Sinn? Nur eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. Die Quelle. Ich wünsche mir nur Freya als Gemahlin und Königin. Oh, was? Na, ob das, das war geplant. Natürlich war das geplant, dumme Aussage. Warum die Königin Asgards? Ist es dein Ziel, an ihrer Seite zu herrschen? Nichts derart Kühnes. Ich möchte mich einfach nur in ihrer Schönheit sonnen. Sie kann über dieses Reich herrschen, wie es ihr beliebt. Es steht mir nicht zu, Freya wie einen Heuballen zu verhökern. Ich werde sie nach ihrer Meinung fragen. Tu, was du tun musst. Doch mein Preis steht fest. Ohne Freya keinen Schild. Ich begehre sonst nichts. Und du hast hier keine anderen Freunde. Also gib schön Acht. Interessant. Und undurchsichtig irgendwie. Familienzuwachs. Spiel eine Milliarde XP kriegt dafür. Und immer noch ist die letzte Träne nicht zu sehen. Das ärgert mich. Schnellreise. Ich würde gern diese Träne sammeln, doch wo ist sie bloß? Verdammt nochmal. Wenn ich sie nicht finde, wird das sehr traurig für mich werden. Sehr, sehr traurig. Das sag ich euch. Ich wäre super mega deprimiert. Jawohl. Das können wir nicht riskieren. Wir müssen sie finden. Schleunigst. Schnell. Sofort. So. Warte, ich springe runter. Diesmal mache ich es nicht auf diese Art und Weise. Das ist ja Quatsch. Ich konnte doch springen, oder? Ja, komm. Einfach ins Wasser. Schon tief genug. Oh, das ist eklig, ehrlich. Ich meine, es soll ja auch eklig sein, aber... Ach, schon gruselig, von so weit oben runter zu springen und das dann so wackelt alles. Aber egal, der Turm, den er bauen würde, der müsste echt riesig sein, weil ich meine, allein das Schloss ist ja schon so hoch. Der muss ja offenbar alles umragen. Wenn man jetzt mal die Höhe des kleinen Monolithen da eben gerade zum Radius in Relation setzt, muss der wirklich gigantisch hoch sein, um alles zu umschließen. Aber das sehe ich noch nicht. Das Material, kein Problem, bla 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 bla, sagt er. Aber ich sehe da schon ein Problem. Vor allem, einer muss echt die ganzen Steine dahinter hinschleppen, die man zum Bauen braucht. Na, so weit kommt's da noch. Berate dich mit den Göttern. Wollte ich ja... Was zum... Mein Wegbuch ist weg. Wer ist noch da? Vor mir angeblich. Ah, da stehen schon einige. Ich glaube, das werden sie sein. Das werden sie wohl sein. Das ist so mein Instinkt, der mir das verrät, weißt du? Ja, ja. Guter alter Instinkt. Platz da. Ich bin Odin. Ich bin Wolf aus der Quelle. Oh. Oh. Der ist aber fix gewachsen. Ist das derselbe Wolf wie zuvor? Wie konnte er so schnell wachsen? Das war wohl tatsächlich Fenris. Fuck.
Was stand da gerade? Mist, nicht gesehen. Freya, Seherin, bla bla bla, neun Bäre, was auch immer. So, sind das jetzt alle Götter, die ich beraten darf? Sieh nur, wie groß dieses schöne Geschöpf ist. Beeindruckend, oder? Hammer. Klare Augen, starke Beine. Er muss aus einer mächtigen Blutlinie stammen. Und er ist so süß. Ihr Narren. Wenn er so weiter wächst, wird er schon bald den Mond verschlucken können. Ich weiß, was du denkst, Harvey. Doch dieser Wolf ist nicht dein Feind. Die Zeichen Ragnaröks. Sollte es kommen, werden wir alle erkennen. Tyr, du wirfst Knochen in einem Spiel, das du nicht verstehst. Das mag sein. Doch das Wagnis gehe ich ein. Wenn es mich einen Preis kostet, zahle ich ihn. Okay, im Moment dein sind Tod. Es die Jötnar, die uns Ärger machen. Hast du mit dem Baumeister gesprochen? Das habe ich, ja. Ist Freya in der Nähe? Sie bringt Thor bei, wie man Armeen aufbaut. Ein Kampf, den sie beide verlieren. Kommt mit. Ihr müsst alle hören, was ich zu sagen habe. Und Thiel darf nicht kommen, ja? Oh, der ist schon hübsch und süß und knuffig und ich würde ihn gerne knuddeln. Oh, ein schöner schwarzer Wolf. Sehr schön. Na du? Der ist schon größer als ich. Der guckt so lieb. Ah. Du hast den Baumeister gesprochen und seine Arbeit gesehen? Das habe ich. Und das heilige Wasser? Wurde es benutzt? Das wurde. Das ja ein bisschen. Du bist heute nicht sehr gesprächig, Harvey. Allerdings. Oh, geht schon weiter. Mensch. Schluss mit dieser Zauberei, Weib! Zeig mir nur, wo der Feind ist und ich kümmere mich um ihn. Harvey, du siehst besorgt aus. Der Baumeister gab mir eine Kostprobe seiner Magie. Sein Schild streckte Eindringlinge nur durch Berührung nieder. Das käme uns sehr gelegen. Aber dein Gesicht lässt anderes vermuten. Ich fürchte, der Preis ist zu hoch. Was verlangt er denn? Dich. Mich? Hält er uns für Sklavenhändler? Ich hämmere ihm auf den Kopf, bis er sein Hirn ausscheißt. Nun beruhigt euch doch. Lasst uns erst einmal... Denkt diesen Gedanken bloß nicht zu Ende. Was hast du geantwortet? Ich sagte ihm, das wäre allein deine Entscheidung. Du hast nicht einfach abgelehnt? Ich wich seiner Frage aus, um uns Zeit zu verschaffen, bis wir einen besseren Einfall haben. Einen, der ohne den Verkauf eurer Königin auskommt, wie ich hoffe. Ich könnte auf seine Leber einprügeln, bis er ganz umsonst für uns arbeitet. Ziehen wir doch in Betracht... Ich nutze meinen Körper nicht zur Verhandlung. Also das ist mir neu. Oh. Moment, ich hab's. Das stumpfe Ende meines Hammers in seine Familienplanung. Ihr macht euch viel zu viele Gedanken. Stellt dem Baumeister eine unmögliche Aufgabe. Zum Beispiel eine Frist von, sagen wir, 9 Tagen. Wenn er scheitert, was zweifellos geschehen wird, bleibt Freya frei und wir können seine angefangene Arbeit zu Ende bringen. Er müsste dumm oder verrückt sein, um zuzustimmen. Du unterschätzt kluge Männer, Herr der Stürme. Der Baumeister hat seinen Stolz. Er wird keiner Herausforderung aus dem Weg gehen. Das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Doch wir müssen handeln. Loki, überbring dem Baumeister dieses Angebot. Dein Wille ist mir Befehl, Runenschreiber. Du spielst nach Regeln, über die du keine Kontrolle hast. Du wolltest, dass dieser Handel stattfindet. Wir sind Aesir. Sie Teil der Vanir. Vorsicht! Haltet Abstand! Was auch immer. Der Wolf! Aha! Scheiße! Tür! Zurück! Ach, wie süß er ist. Ich hol ihn mir! Aber ich will ihn knuddeln. Ich hol ihn mir zum Knuddeln. Warte, Fenrislein. Warte. Aber ich überlege gerade, ist Fenris nicht eigentlich sowieso Teil der von Hel? Ein Wolf! Ein Wolf! Oder vielleicht gerade verwechsel ich das gerade mit schlichtweg mit der zurück. Griechischen Mythologie, wo ja Cerberus auf jeden Fall die Unterwelt bewacht. Ich glaub, ich glaube Fenris war... Oh, hallo Thor. Wie groß dieses Biest ist. Da lohnt sich die Jagd. Ja. Der Todesstoß gehört mir. Ich schärfe meine Axt an Ach, ein Schutzschild gerade. Halt! Du wohlgenährter Wolf.
Von wegen vulkaniert. Er würde es gefressen haben in der kurzen Zeit, oder was? Nee, Fenris war, glaube ich, unabhängig einfach. Einfach nur der Weltenverschlinger. Oh, war das jetzt die Midgard-Schlange? Ach, was weiß ich. Ich verwechsel ein paar Details, ist nicht so dramatisch. Warte, ich will dich streicheln. Ah, die Festwiese. Bist du der geweissagte Wolf? Bist du mein Untergang? Nee, ich glaube nicht. Ist es dein Schicksal, mich zu vernichten? Aua, 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 aua. Ich bin der Wiener. Ich bin der lebende Geist. Ich kann nicht sterben. Naja, auf einmal bist du wieder so von überzeugt, verstehe. Sehr konsistente Wahrnehmung. Wir werden sehen, was stärker ist. Dein Schicksal oder mein Wille. Oh, ich will nicht gegen Wolfi kämpfen. Wo ist Wolfi? Ups. Aber, aua. Er hat schon hohe Stärke, das gefällt mir nicht. Ah. Autsch. Ich muss mich gleich heilen hier. Ob ich den Kampf gewinne, weiß ich gerade tatsächlich nicht so genau. Es kann gut sein, dass ich gleich neu laden muss. Und mein Adrenalin fällt sich auch nicht gerade schnell auf. Aua, was ich ganz schön doof finde. Ich kann keine Spezialkräfte nutzen gegen den. Aua. Ist wieder weg. Ich heile mich sie gerade einmal. Und wäre mein erster Vorrat schon mal aufgebraucht. Aber verdammt. Warum wird er mal entmarkiert, wenn er sich in den Boden eingräbt? Das ist auch ungünstig. Na? Na? Ah! Das habe ich nicht erwartet gerade. Upsi. Oh nein, er ist umgefallen. Er hat keinen Schaden dabei. Alter, was? Er hat gerade eine fast komplette Schadensimmunität gehabt. Ach, wieso schießt er denn nicht? Toll, hat er da geschossen. Ja, oh, genau. Na, jetzt ist er doch hier. Oh, toll, jetzt habe ich nicht geschossen. Oh nein, was ist das denn? So ein Dreck. Ach, der weicht aber aus wie nichts Gutes. Aua. Komm her, auf die Fellschnauze. Jetzt aber. So. Hampel nicht so rum. Böser Wolf. Aus, böser Wolf. Oh Mann, der schießt immer nicht. Ach, gibt's doch gar nicht. Upsala. Kiez. Au, au, jetzt schmeißt er mit Steinen nach mir. Geht's doch? Au! Ich kann nicht ausweichen, wenn ich ziele. Hast du wenig Schaden? Das ist echt nicht geil. Alter. Ich wollte eigentlich meine Skillpunkte erstmal teilen, wenn ich hier Asgard abgeschlossen habe, weil ich nicht mit dem großen Bosskampf gerechnet habe. Au! Ach, das will ich nicht kommen sehen. Aber vielleicht wollte ich es doch verteilen, bevor ich den Kampf wieder gewinnen kann. Oder vielleicht sogar ganz zurück in die andere Welt. Mich da aufleveln, aber das gefiele mir nicht, diese Aussicht. Am meisten Schaden ist echt noch mit den Pfeilen, aber ich habe davon jetzt keine mehr. Na gut, zwei noch, aber dann ist vorbei. Ach, verkackt. Hab noch zwei Heilungsladungen. Bin dabei fast tot. Ah, oh, was zum... Wieso hat er mich getroffen? Ah, das war ein kleiner Bug oder was? Ungenaue Hitbox. Schlampig programmiert. Ausdauer alles, auch wieder geil. Feier! So. Ich hätte gerne eine Attacke, die mir Lebenspunkte abzieht. Oh nein. Oh Mann, zum... Ich habe keine Ausdauer gehabt. Zumindest wollen wir nicht ausweichen. Ausweichen macht er nicht. Ich hör mal auf, Alter, zappelt nur rum. Blöd, Mann. Man ist schon süß, wie die Steine da rausholen und Stöckchen spielen will quasi, aber... Ich glaube, das rafft da Odin nicht. Oh nein, er ist gestolpert. Die Fresse. You snooze, you lose. Der stolpert, der wird gefoltert. Jawohl. Aua, ach Mann, aua. Fand da wohl nicht so gut den Spruch.
Oh, da habe ich gerade was zu essen. Oh, fucking. Essen, essen, essen. Ich komme mir gerade sehr gelegen. Ich glaube, das wächst doch wieder nach hier.